Ich bin wieder draußen, dann kann ich hier wieder reinfahren. Da ist das Arschgesicht, da ist das Arschgesicht. So, her. So, ich brauche ein bisschen Munition. Was zur Hölle? Ist da ein Panzer drin? Alter. Ich dachte, da sind nur Güter drin. Vor allem, was macht dieser Panzer in der Baracke? So, erstmal ein bisschen Nitro aufsammeln. Kann ich an meinen eigenen Minen sterben? Das weiß ich immer noch nicht. Ich will es auch immer noch nicht wissen. Wo ging es denn da raus? Das war falsch, ne? Ich nehme den langen Weg. Der ist kürzer. Na, jetzt geht's doch ganz gut. Nein. Prinzipiell nicht. So, gucken wir mal da noch rein. Halt, muss man nicht zerstören. Ups. Ja, so falsch wirkt es ja nicht. Ich meine, man kann ja easy hinter Büschen. Ja, theoretisch kann man sich easy hinter Büschen verstecken. Das Problem ist nur, wenn du durchs Gelände fährst als Panzer, denkst du halt auch, warum soll ich jetzt über den. Warum fahre ich nicht einfach durch die Büsche, hinter der sich möglicherweise jemand versteckt? Das macht die Sache einfacher. Davon abgesehen, nicht jeden Panzer bekommst du auch so einfach mit einer Panzerfaust kaputt. Das ist. Vor allem. Je nach Richtung, von der du schießt und so weiter, ist das problematisch. Und ein Panzer ist ja auch gerne mal nicht alleine, sondern bringt Freunde mit. Wie zum Beispiel mehr Panzer. Oder andere Infanterie, die dann die Büsche sichert. Okay, jetzt wird's aber. Warum ist das Spiel jetzt so gönnerhaft zu mir? Kommt gleich ein Boss. Vielleicht kommt der 10 Meter große Riesenpanzer, der das halbe Feld einnimmt. Tolle Safe Game Name. Ja, ich dachte, ich probiere mal was Neues. Ja. Ja, Panzer haben so den. Ah, ich kann durch meine eigenen Minen fahren, okay. Panzer haben so die Angewohnheiten, mehr Panzer mitzubringen. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Das wird auch bei einem. Ja, aber da gibt's ja immer, bei COD gibt's ja immer nur einen Panzer, weil Realismus. Wenn das im Ersten Weltkrieg tatsächlich noch realistisch wird, dass irgendwie ein Panzer auffährt, ist das im Zweiten Weltkrieg dann schon etwas problematischer, sage ich mal. Da hat man dann meistens mehr als einen Panzer am Start gehabt. Da noch drin. Gegner. Nicht. Danke. Braucht man ein schönes Spiel, so als Infanterist und bekommst den Befehl, die Panzer zu stoppen und das sind irgendwie 20 Panzer, nicht eine. Und du hast nur Handgranaten. Oh, ich habe wieder Musik, man hört sie mal wieder. Oh, ich bin runtergefallen. Oh Gott, ist das hier dunkel. Oh. Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Oder? Ach, das transformiert automatisch. Geht's da rein? Es ist gerade ein bisschen dunkel, ne? Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, auf den COD haben wir einen Alarmsatz gemacht. Panzer vs. Infanterie. Funktioniert das denn? Klingt mir so ein bisschen am unfair, wenn einer Seite ganz viele Panzer und die andere nur Infanterie hat. Okay. Hey, das ist nochmal ein rotes. Kann ich aber nicht mehr mitnehmen.
Ne, das sieht aus, als käme ich dann nicht mehr zurück. Ich will jetzt nochmal in die andere Richtung gucken. Bessere Minen. Okay. Was da jetzt? Oh Gott. Hat Grün, also fit war, hat einen Panzerfahrt und das immer so war die Arena. Achso, ja, gut. Ja, das funktioniert natürlich, wenn man die Anzahl der Panzerfahrer beschränkt. Aber in der Realität ist das ja gerne mal nicht so, dass man sagt, oh, der Feind hat nur 200 Soldaten, dann benutzen wir aber nicht 200 Panzer, sondern nur 5. Gott, ich möchte... Nein, nein, da ist eine Wand. Wieso ist denn da jetzt eine Wand? Stell denn da Wände hin, sag mal. Wer wirft denn da Minen einfach so? Will ich nie machen. Mal hier ein bisschen was kaputt schießen. Was ist das da für ein Minen überhaupt? Auch kaputt schießen. Jetzt leuchten die auch schon rot. Sind die gefährlichen oder was? Das ist meine Minen. Die Auswahl von dem Safesten auch ein bisschen scheiße, weißt du das? Ich glaube, meine Armor ist low. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich könnte mich täuschen. Das Spiel teilt mir das nicht eindeutig genug mit. Überfordert mich. So. Willst du mal sterben? Nein. Muss ich das Ding da zerstören? Ich sag eine Mission. Oh. Das ist gerade ein Amphibienpanzer. Die Technologie dafür habe ich aufgesammelt. Ja, Alter. Stirbst du jetzt auch mal? Alter. Was halten die denn aus, sag mal? Uff. Was ist denn da lang? Gute Frage, wo bin ich denn da jetzt? Ich bin... Ah, da bin ich. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich es. Hilft mir nur nicht weiter. Ja, ist ein Helikopter, den ich nicht abschießen kann. Geil. Ja, ich habe keine Missiles an Bord und der Helikopter zieht so eine Raketen auf mich. Ja, kann ich. Ja, ich habe auch keine guten Schüsse mehr. Das ist ein Standarddreck. Das ist ja richtig geil. Oh, dieser Helikopter, ne? Ich weiß nicht, ob der später noch fliegen kann. Ich habe da noch irgendwie Zeug, das ich bekomme, auf jeden Fall. Muss ich auch nächstes machen. Power Plant. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich vermute mal, das ist das Power Plant. Das müsste das Power Plant sein. Und hier ist ein Abwasserkanal. Der. Wo auch immer her. Warum ist das so einmal so weiß im Rande? Ach ja, aber jetzt habe ich Raketen eingesammelt. Geil. Kann ich endlich diesen Helikopter mal abschießen? Wieso kann ich mit Pfeil runter nicht den Safe auswählen? Ja, ich habe bereits gemerkt, dass ich die Raketen habe. Jetzt ist dieser scheiß Heli natürlich nicht da. Ah doch.
Und tschüss, du Arschgesicht. Drecksheli da. Ich hasse Hubschrauber. Wie komme ich denn da hoch? Ah! Vielleicht nehme ich einfach diese riesige Auffahrt, die hier vorne ist. Das wäre eine bedenkenswerte Möglichkeit. Dann schießt auf mich. Hier. Ich glaube nicht, dass ich die Minen selbst legen und zerstören sollte, aber es funktioniert auch gut. Es funktioniert, das reicht doch. Führt mich denn das jetzt hin? Nee, egal, ich nehme erstmal das rote Nanokanister auf. Das gute Deutsch, ich gelernt habe. Oh, das nehmen wir auch mal noch mit. Okay. Da bin ich jetzt noch falsch. Aber ich glaube, das da kann ich kaputt schießen, oder? Kann ich das? Ja. Passt schon. Gut, wir sind in Heli los. Dann. Oder gibt es da mehrere Helis? Was glaubst du denn? Hey. Hier, nimm eine Mine. Nimm eine Mine. Ich habe davon so viele. 8 Stück. Doch nicht mehr so viele. Wow, 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 wow. Hey, was soll denn jetzt? Zum Glück gibt es keinen Schaden, wenn man irgendwo dagegen fährt. Alter. Was ist denn der? Hä? Wo ist der? Bild mir die Raketen noch nicht ein. Wo ist der? Hallo? Da ist doch noch irgendwo einer mit Raketen. Komm. Erzähl mir nichts. Wo ist denn der Typ? Hä? Ich triff das mit meinem Panzer ein bisschen durch die Gegend. Hä? Da kommen doch Raketen auf mich zugeflogen. Die müssen doch irgendwo herkommen. Oder ist da noch ein Heli? Egal, mach mal auf hier. Wo bist du denn? Was ist los? Ich bin hier gerade mit Schießen beschäftigt. Da kann ich deine viel zu leisen Sachen nicht verstehen. Was? Wieso lebst du denn noch? Vielleicht weil er noch nicht tot war. Hm. Ah, man muss Doppelklick machen, dann funktioniert es natürlich. So. Was da? Schießt denn da noch auf mich? Was soll denn der Blödsinn hier? So ein Unsinn. Ich glaube, meine. Also, ja, Lady. Alter, was da? Diese riesigen Welt. Erster Weltkriegspanzer. Wieso bauen die sowas? Was ist das überhaupt für ein komischer Prototyp? Kein Schwein würde einen Panzer so bauen. Natürlich. Total offensichtlich. Es sieht aus wie ein Schild, ist aber in Wirklichkeit eine Waffe. Also ich vermute mal, ich darf nicht in die Lava da fahren. Wieso ist hier überhaupt Lava? Was ist das für ein Kraftwerk? Was ist das denn? Achso. Molekulardisolution Mortar. 30 Rounds im Minute. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Waffe? Ist das eine. Nee, hä? Nee. Hä? Ich habe sie mitgenommen, aber scheinbar noch keine Munition dafür. Gut, fahren wir mal da hoch. Das liegt in der Rea, da gibt es bestimmt Waffen. Super. Riesentor für ein bisschen Raketen. Glaubst du das? So, läuft der Stream sonst gut und flüssig und so.
Ich. Natürlich, dieses winzige Fließband hier hält mich davon ab. Mörder zweimal drücken. Da passiert nichts. Ah, ich muss es irgendwie. Ich muss erstmal eine halbe Stunde wechseln, natürlich. Aber ich bleibe erstmal bei den Minen, glaube ich. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Nein, kann ich nicht runterschießen. Also ich kann. Ah! Hilfe! Ah, so komme ich wieder raus. Verstehe. Möglichst umständlich. Wie man Fabriken halt baut. War hier noch irgendwas? Ne, hier ist ja gar nichts mehr. Lass mich raten, ich muss jetzt. Neue Powerplay. Was da? Nein, nicht so wirklich. Da oben vielleicht? Nein. Also ich muss das da nicht. Okay, so schon mal nicht. Wir üben das nochmal. Das ist so ein Schildgeschütz. Was ist? Schildgeschütz? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht so. Was muss ich denn da zerstören? Irgendwas muss ich doch in die Luft sprengen, oder? Das da. Oder? Machen wir das zu, damit ich wieder mal ein winziges Fenster habe. Ich muss da mal näher ranfahren. Ich sehe ja gerade nichts. Ich sehe einfach nichts. Ich fahre noch in die Lava rein. Ich sehe es kommen. Nee, hä? Ich sterbe, wenn ich da reinfahre, oder? Weil ich habe doch einen Amphibienpanzer. Der müsste doch da drüber fahren können. Hm? Was muss ich denn hier zerstören, sag mal? Ups. Ich habe eine Mine in der. Irgendwo. Oh Gott. Ist not equal for sich. Irgendwo da ist aber richtig, ja. Irgendwo da. Hm. Mein Fahrzeug ist jedenfalls nicht für die Hitze equipped. Kann ich vielleicht diesen Ding kaputt schießen? Laster kaputt schießen? Nein. Ich könnte noch da reinschießen. Ah, ich muss da reinschießen, während sie offen sind. Oh Gott. Wie mal. Super, das geht ja sofort wieder zu. Soll ich das denn jetzt machen? Ja. Die Kiste kaputt schießen? Nein. Und dann gehen wir einfach mal Dauerfeuer da drauf und hoffen, dass es kaputt geht. Ah. Okay. Jetzt fahre ich vielleicht lieber mal raus. Nö, keine Ahnung. Destroying the power plant will shut off all of the turrets around the mine and foundry exteriors. Power to the people, man! War doch ganz einfach. Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Okay, scheinbar bin ich jetzt noch nicht komplett durch. Ich dachte, das wäre es jetzt schon gewesen. Was muss ich denn noch zerstören? Offensichtlich war es das noch nicht. Ah, ich glaube. Ist da jetzt was aufgegangen? Nee, oder? Nee. Was? Das Spiel ist auch sehr präzise. Aber hey, ich habe eine Map, die mir sehr viel weiterhilft. Noch rein? Power plant complex. Nee, hä? Das ist fertig. Achso, okay, natürlich.
Kennt man gleich. Es ist, was? Das Spiel ist sehr eindeutig, was seine Mission angeht. Nicht so wirklich, ne? So, da kann ich noch nicht drüber. Ah ne, ich glaube, da muss ich dann fliehen später, ne? Wir fahren schon mal den Hebel runter. So für später und so, ne? Apropos später.